Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Part von Left 4 Dead Redemption Undead Nightmare. Wir befinden uns hier ja auf unserem Off-Pedal und ich habe mir einfach gedacht, diese Route dahin zu diesen Fragezeichen, was uns da oben auch immer erwarten wird. Die Fragezeichen sind, glaube ich, alles irgendwie zukünftige Questgeber oder wichtige Anhaltspunkte, die uns irgendwie weiterbringen, schätze ich mal. Und deswegen reite ich einfach mal darüber. Aber ich höre da schon irgendwas. Da scheint ein Zombie zu sein. Oder irgendwie höre ich da was. Klingt bedrohlich, aber das kann auch nur die Musik sein ohne die blöde Ziege. Macht natürlich keiner Ziege etwas. Ich könnte dich mal noch fliegen, was du da. Oh shit. Peter! Oh, das ist immer eine richtige Löwenfamilie oder Hundefamilie oder große Eichhörnchenfamilie reingeraten. Das ist scheiße. Gut, dann machen wir lieber einen großen Punkt drumherum. Warte mal, ich sehe gerade da unten. Die brauchen da Hilfe. Das blaue Zeichen. Die da, warte mal. Da, Freund. Warte, ich gehe mal zum Freund noch vorher. Genau. Bevor ich hier... Oh, Zombie. Oh, ich höre, da schießt wer. Okay, da braucht er noch meine Hilfe. Oh, das war genau ein Ding ins Kreuz. Das war nicht so geplant. So, Peter. Ich bin wieder am Werke. So, von denen kriegen wir immer geile Munition und viel Munition, deswegen werde ich den einfach mal bearbeiten. Aua! Du! Und du! Und! Was? Oh, der Dance da oben. Das ist unglaublich! Warte mal. Oh, nicht bucken! Na komm, schieß doch! Schieß! Warum schießt er nicht? Na Gott sei Dank. Nee. Du, Rüdiger, du bist hier, So. Nein! Das war die Halsschlagader. Sollte auch reichen. Reicht aber nicht. Weil es ein Zombie ist. Und ein Widerspenstiger noch dazu. So, wo sind denn noch da? Da ist noch einer. Achtung! Cowboy da vorne! So. Und man denkt es. Ah, da sind noch welche. Das ist ja unglaublich. Also wirklich, die Frau Meier liegt da, der schießt ihr ins Geschlechtsteil und ihr egal, sie steht auf. Also die Frau Meier, die ist ja wirklich hart im Nehmen. Ein Geschlechtsschuss macht ihr nichts aus. Das ist ja ein Wahnsinn. Also Frau Meier war Eishockeyspielerin. Und da hinten ist Peter. Kriegen wir jetzt wenigstens irgendeine Belohnung oder sowas? Revolver, was noch? Komm mit irgendwas. Repetiergewehr. Na bitte, da haben wir doch immerhin etwas bekommen. So, macht's gut, Partner. Aber ich glaube in jedem Spiel steckt so ein bisschen sehr viel Klischee drin. Und auch hier sicher. Ich glaube, der Wilde Westen war gar nicht so. Oh, die Partner! Naja. Egal, genug philosophiert. Jedenfalls, wir begeben uns gerade in einen relativ dunklen Wald. Und dunkle Wälder sind von Zombies umgeben. Und da brennt's schon wieder. Da war Grisou wieder am Werke. Rede mit den Überlebenden. Gut, wir müssen wahrscheinlich wieder die ganze Dings hier säubern. Wie könnte es anders sein? Aber naja, gut. Wir sind ja auch hier Held. Wir sind auch ein Held. Ein altbekannter Held. Das ist ja... Oh je, da geht's gleich wieder los. Aua. So, da leer. Und da hinten auch. Du schau nicht so blöd. So, wo ist er? Oh, du. Dich kenne ich. Nein, dich kenne ich nicht. Wer bist du? Zack. Oh, hey, komm, das ist ja unglaublich. Das ist ja gar nicht, von wo die kommen. Das ist ja hinterhältig. Aber ich glaube, der ist tot. So, wo sind noch ein paar Zombies? Da sind doch sicher noch... Nein, ich wollte den Kopf. Schade, dass er nicht automatisch auf den Kopf zielt. Das würde wirklich vieles einfacher machen. Das sieht aus wie eine Holzverlöte. War da nicht im ersten Teil ein bisschen... war da nicht Schnee oben? War das nicht dieses Gebiet, wo das so schneebedeckt war? Aber es ist ziemlich einfach. Du musst nämlich immer nur ein Stück weit oben, nach oben ziehen. Also meistens halt. Und wenn du halt ganz lazy bist, dann machst du halt diese Slow Motion und das geht auch. Ich glaube, hinter mir rennt gerade einer. Jawohl, und! Nein, ich wollte noch schießen! Achso, ich kann mich auch so verstecken. Ganz vergessen. So, warte mal. Ein paar sind's noch. Nein! Na so. Gut, wenn es anders nicht geht, wo sind die Überleben? Sind die im Haus drin? Ich habe die noch gar nicht gesehen. Warte, ich werde mal die neue Schrotflinte probieren, die kleine. Tschakka! Hatja! Oh, ich glaube, oh ja, hat die noch. Tschakka! Die schießt ja doppelt, oder? Oder schießt die einzeln? Naja.
Who cares, who cares, who cares? Ich hätte gern Dual Pistols in dem John Marston Spiel. Like a boss! Ja, 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 ja. So. Gute Nacht! So, Nolle, da oben ist noch einer, der hat sich am Berg verirrt. Reinhold Messner, komm her mal! Oder Reinhold Messnerin! Das ist eine Frau! Jung! In your face! Kriegsbeile haben wir auch noch nicht gehabt. Meister des Kriegsbeils Level 1. Oder hängt ein armes Bambi? Ja, Kinder, so wie ist der jetzt? So ist Bambi ausgegangen am Ende des Films. Also so, hier oben. Und es wird wieder hell. Und ich war erstaunt, dass einer mich erkannt hat, dass ich aus Simmering komme. Also jetzt nicht auf der Straße, sondern dass ein paar Leute überhaupt Simmering kennen. Das ist ein Bezirk in Wien. Viele Leute, die nicht wissen, wo ich herkomme. Ich komme aus Wien. Ja, auch wenn man es nicht so gern wahrhaben möchte, dass man Wiener ist. Weil ich glaube, Österreich ist ja relativ unbeliebt. Aber ich wünsche trotzdem eine heiße Grüße aus Wien. So, war mal gut, das war irgendwie doch gar nichts. Merkwürdig, merkwürdig. Ah gut, dann gehen wir halt dahin. Geburt des Naturschutzes. Machen wir doch mal glatt. So, jedenfalls, was ich gehört habe und was eigentlich, was ewig, schon ewig existiert in diesem Spiel, ist diese... Na, wie geht die? Select war das, glaube ich. Ja, genau, da. Ich habe ja auch so ein Lagerfeuer und kann mich damit, oder? Kann mich da rüber porten, in Anführungszeichen, glaube ich, oder? Geht das? Oder brauche ich das Lagerfeuer, weil ich habe keins? Weil das wäre, das geht irgendwie schneller. Ja, ich glaube, ich habe kein Lagerfeuer. Schade. Wo kriege ich die dann? Wenn wer weiß, wo ich die Dings kriege, dann sagt das mal bitte. Dann reiten wir halt darüber. Ist eh nicht weit, also reiten wir mal. Und nehmt es mir nicht übel, dass ich letztens wirklich so viel geschnitten habe. Sah dann extrem komisch aus im Nachhinein, wenn immer so ein Stückchen fehlt. Aber ich dachte einfach, es dauert dann zu lange, wenn ich die ganze Zeit irgendwie reite, dann nimmt der Reitpart schon allein 7 Minuten weg. Und dann ist noch die Quest dran, die vielleicht auch nochmal 8 Minuten braucht und dann ist es vorbei. Also... Und dann wäre das ein relativ langes Let's Play, was die ganze Zeit auf irgendwelche Reizparts hinauflaufen würde. Und ich weiß ja nicht, ob das dann wirklich so geil ist. Also Leute, stellt euch mal vor, wir spielen dann das Spiel, wir sind bei Part, weiß nicht, 50 oder so, oder weiß nicht, ob es so lange geht. Und wir sind aber immer noch bei der Hälfte, weil ich die ganze Zeit reite. Und ich meine, es freut mich wirklich, dass ihr sagt, wow, dein Commentary, das ist so lustig und so. Das ist wirklich erfreulich, dass ihr das so seht. Das ist wirklich cool. Aber ich weiß nicht, ob es dann nach meinem 50. Part immer noch so lustig wäre. Also deswegen habe ich mir gedacht, ich schneide vielleicht ein bisschen was raus und so kürzere Reitparts wie der, den lasse ich drin. Aber da scheint mir irgendein ein Bergfreund zu sein. Ja gut, dann satteln mal ab. Holy Pan, oh, da kämpft er gerade. I got one, Mister. Hey, I got one. Captain Eagle. Got one, Mister. The damn Sasquatch, a filthy thing, was gonna eat my dog when this girl hollered out, and I shot the thing right through the heart. Not like that. You feeling all right, mister? I've seen a lot of strange things recently, but no Sasquatch running around here, nor no place else. They're made up. There's Sasquatches every place, cowboy. They're nastier than your mother-in-law with a bad case of that virus. Down in Manzanita Post, they ate a little girl. Are you serious? Do I look like I'm joking? The hills are infested with them. Kill them! Kill the bastards before they kill all of us! Kill them! Kill them! I ain't afraid of you, you dumb hairy bastards! Ja, schieß mal in die Luft, das bringt sicher was. Irgendwann wirst du ihn treffen. Du schießt sicher nur die ganze Zeit Eulen kaputt. Harry Potters Eule, puh! Erledige 6 Bigfoots im... Wirklich jetzt? Die gibt's jetzt wirklich? Ich dachte nur, das ist so ein Joke halt. Ja, wo gibt's die komischen, ja, wo gibt's die? Gibt's da, habe ich da irgendwas auf der Karte aufzeichnet oder so? Ist das... Warte, da oben, da. Da, ja. Also da muss ich hin, okay. Ja gut, dann reiten wir mal dorthin. Also ich wäre wirklich überrascht, wenn es die wirklich gäbe. Und wer du schießt jetzt und schießt mein Pedder, da, eine Kugel in den Arsch. Oh. Bergsteigen kann er nicht, Bergsteigen, da ist er noch nicht so gut, also im Bergsteigen, da fehlen ihm noch die Schuhe, so. Pedder, um die Ecke, yes! So, und jetzt durchs Tal, also er hat noch kein, Hydraulik? Servolenkung, genau, jetzt habe ich es, er hat noch keine Servolenkung, also Pedder ist noch altes Modell, die Servolenkung gibt es da noch nicht, ne? Dafür gibt es eine Winchester!
Und ich glaube, das ist ja nicht mal einer. Ein Wind. Oh, ja, sehe einen Winchester. Ja, sehr gut. In DZ hab ich überhaupt gehört, dass die Winchester die bessere Waffe sein soll. Ich dachte, die habe ich eh schon länger gefunden. Oh, da hinten ist doch einer, oder? Okay, Leute. Wir müssen jetzt ganz leise sein. Da hinten ist einer. Ich werde ihn mit dem Scharfschützengewehr bearbeiten. Tschum! Okay. Warte mal. Geh mal hin. Vielleicht hat er ja gutes Fleisch oder irgendwas gehabt. Also. Oh! Mich hat's erschreckt. Von mir auf! So. Warte mal. Da vorne war die Leiche. Also, die gibt's jetzt wirklich, die Bigfoot? Kann ich die. Bigfoot-Zähne! Was mache ich damit? Schieße ich damit um und um oder wie? Mal. Da nehmen wir lieber das Blümchen, weil es gibt ja ein paar Quests. Es gibt ja so eine Quest, da muss ich den Tonikum machen. Schneegürkchen war, glaube ich, eine Zutat davon. So, warte mal, wo muss ich noch hin? Wo ist da noch? Ist denn da? Nee, warte mal, da. Wegpunkt Fabelwesen. Oh, ein Fabelwesen ist hier. Und da oben ist noch eins. Ja, schau mal, was für ein Fabelwesen, was es da gibt. Da hinten! Da hinten! Oh! Du, jetzt habe ich dich! Jetzt gehörst du mir! Nee. Oh, Bärchen! 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 Wo ist mein Fabelwesen? Oh! Warte mal, ich kill erst den komischen hinten, der mir danach rennt. Irgendein Groupie wieder. Ne, ich sehe ihn noch nicht. Wo ist er? Oh! Fabelwesen! Geh weg, blöde Ziege! Scheiße, okay, Fabelwesen ist weg. Oh, schade, gut. Wir haben es wieder nicht gefangen. Gehen wir halt mal dahin. Da soll es noch einen Sasquatch geben. Dann, oh, schon wieder Bärchen. Da gibt es aber viele Bärchen. Also, die Zombies haben sich auch über die Bären hergemacht. Oder war es die Seuche? Man weiß es nicht. Zumindest weiß man es noch nicht. Aber jetzt, egal, jetzt gehen wir mal auf Yeti-Suche. Der muss ja auch da irgendwo sein. Also. Ja. So, wo ist er denn? Zeig dich! Komm her! Zeig her, komm her! Wo ist er, Dicke? Da hinten ist er! Ich mach das elegant vom Pferd aus. Warte mal. Oh, was ist da? Achso, mehrere Zombies. Da hinten. Wo ist er? Da ist er. Und? Gut, das war der nächste. Ich weiß ja nicht, wie selten diese Bigfoot-Szene sind. Und nehmt es mir jetzt nicht übel, wenn ich die nicht einsammle. Weil dann heißt es wieder, oh, wie kannst du das wecken? Wie kannst du das liegen lassen? Und das gibt's ja nur zweimal im Spiel. Wie komme ich denn da runter? Pedro ist kein Bergsteiger. Na gut, da muss Peter irgendwie anders runter. Ah, hier. Na gut, dann gehen wir halt da runter. Und ich glaube, da sind ein paar Blümchen. Ich spüre Miraculix in coming. Lila Schneeglöckchen. Braucht man lila auch? Also ein Schneeglöckchen. Ich glaube, Schneeglöckchen waren allgemein dabei. Ob die jetzt lila sind, das weiß ich nicht. Warte, da ist auch noch eins. Lila Schneeglöckchen, noch eins. Kein Edelweiß, nur ein Schneeglöckchen. Wo ist mein Pferd? Peter! Geht schon. Und? Wir reiten weiter! Na komm. Das nächste Mal spiele ich dir die anderen Jones Musik ein. Oder mache ich das heute noch? Na, mal schauen. So, ja. Ich habe auch Hunger. Und EM, ja. Mich fährt es ja auch ein bisschen an. Warte mal. Oh, da ist aber steinig. Also da ist ja schon sehr, sehr. Da schaut sehr böse aus. Also da sieht es nicht so heimisch aus. Aber gut, wir sind wieder am Weg. Wir sind wieder auf der Spur. Komm her, du wild gewordener Yeti. Aber die Grafik ist immer wieder geil. Also für das Spiel 2010 rauskommen ist und immer es Leute gibt, die sagen, boah, das sieht doch voll scheiße aus. Finde ich, dass Red Dead Redemption wirklich sehr gut aussieht. Also was sieht denn dann schlecht aus? Oh, also wir haben da gerade eine ganze Gruppe Rüdiger.
Jetzt hätte ich nur gerne eine ganze Gruppe Yeti, damit die, schnell, damit die Quest schnell fertig ist. Da hinten! Hoppa, gut. Das war's auch mit denen. Oh! War mal gut. Also einen, dann haben wir noch einen getötet. Und da oben, da oben, da, da geht's auch noch ein. Sodale. Hoppa. So. Ich hoffe wirklich, dass das nicht so selten ist, diese Yetis. Weil, ja, wie gesagt, ist halt schon ärgerlich, wenn ich mir daraus wahrscheinlich eine urgeile Waffe machen lassen kann. Und dann die Chance irgendwie verpasse, sie zu machen. Also bitte schreibt mir unbedingt, ob der Yeti jetzt wirklich, ob ich den hätte looten sollen oder eher nicht so. Ui, da ist eine Katze, da ist eine Raubkatze. Ich höre sie mauzen. Oh, das ist meine Ex-Freundin. Fuck. Oh, weg da. Ist sie wieder ein Fabelwesen? Nee. Also irgendein komisches anderes Pferd. Und da sind wieder die Groupies. Frau Meyers und Rüdigas. Ist ja blöd. Genauso wie ich blöd finde. Alter Leute, es gibt Leute, die sagen Opfers. Also Mehrzahl von Opfers. Was ist das für ein Deutsch? Was geht denn da ab? Das kann man nicht sagen. Das geht nicht. Das ist so wie Yin und Yang. Yin ist weiß, Yang ist schwarz, glaube ich. Da kann man auch nicht lila draus machen. Also, das ist ja wirklich die Höhe. Also bitte Leute, stellt das sofort ab und sagt in der Mehrzahl Opfers. Was geht denn jetzt? So, Mr. Yeti. Zackabum. Aber den loot ich. Oder warte mal. Oh, der flieht. Komm her da. Nein, bleib doch hier. Bleib hier. Nee. Warte mal, da unten ist, glaube ich, noch einer gewesen. Da unten, oder? War da noch einer? Okay, ganz leise. Und, wo ist er? Da. Tschum. Oh, mein Gaul. Oh, das sieht aber gut aus. Gut, also einer fehlt noch. Ja gut, dann nehmen wir auf den Gaul da so. Warte mal. Wo ist denn der Nächste? Irgendwo muss dann noch der Nächste sein. Da oben? Scheint so, dass da oben der Letzte ist. Das ist ganz an der Spitze. Das sieht ja fast nach was ganz Speziellen aus, was hier ist. Ich kann da auch keinen Wegpunkt setzen. Da muss ich einfach selber raufgehen. Okay. Also ich kann keinen Wegpunkt ausfindig machen. Und vielleicht muss ich wirklich zu Fuß laufen. Aber vielleicht... Na warte, ich glaube, darunter geht sogar. Ja, Peter kann das. Peter ist schon cool. Und ich würde ihn auch gar nicht so gern gegen so ein Fabelwesen eintauschen, was vielleicht viel geiler ist, weil mir Peter halt schon sehr ins Herz gewachsen ist. Oh, Groupies. Und deswegen würde ich, glaube ich, Peter schon sehr gerne behalten. Warte mal, was ist denn da? Oh! Nein, ich habe seine Freunde getötet. Nee, den kann ich nicht töten. Shoot me, human. Shoot me. Oh, I will, you foul creature of the night. You've been granting me peace. Why's that? Keep you from eating more babies? What in the name of all the traits are you talking about, human? You eat babies. You have to survive. Everyone knows that. Ain't your fault. We eat berries and mushrooms, you fool. But we did. Now none of us are left. Some maniac's been murdering us. I'm the last of my kind. We've lived in these hills 1,000 years. You eat babies. Say so, human. My family is gone. My kind is gone. Shoot me. I can't take it anymore. Stop! Ah!
Nicht ich werde ihn nicht erschießen! Und mein Peter lasst ja auch laufen! Oh ne, ich kann ihn einfach nicht erschießen und ich würde auch gerne. Ich würde so gern wissen, was passiert, wenn ich ihn erschieße, aber. Kann ich nicht irgendwas? Nein. Okay, ich lasse ihn laufen. Ich werde ihn nicht erschießen. Soweit kommt's noch. Dass ich den letzten seiner Art da in die ewigen Jagdgründe befördere. Warte mal. Was ist hier denn? Ist das. Okay, die Quest wäre quasi beendet. Okay, ich dachte, warte mal, was ist hier noch? Ist das die Naturschutzquest? Nee, das ist eine andere. Okay, Leute, das war's mit der Yeti. Ja, jetzt tut's mir zwar irgendwie leid, dass ich die getötet habe. Das wollte ich eigentlich nicht, aber. Nun gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss! System Speak, Hardcore Motherfucker. Erlebt man nicht alle Tage, dass man sagt, jo, Schatz, mir ist heute ein Auto auf den Kopf geflogen. Das erlebt man nicht so oft. Aber wenn es dann mal soweit ist, dann sollte man auch damit prahlen.